Nachdem jetzt die Disney-Minifiguren-Serie 2 erschienen ist, habe ich mir gedacht, mache ich direkt noch einmal ein Opening zur Minifiguren-Serie Nummer 1, die damals in 2016 erschienen ist. Und mal schauen, was da drin ist. Erstmal hallo, Freunde des Steins. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ja schon die Minifiguren-Serie 2 ausgepackt und jetzt habe ich noch ein paar alte Packs bei mir rumliegen gehabt, die noch nicht offen sind und von daher muss ich die einfach auch noch mal aufmachen. Lasst uns einfach mal gucken, was da so drin ist. Fangen wir direkt mit der ersten Tüte an. Ah, da haben wir den Beipackzettel, der da drin steckt. Und weiter. Oh, und es ist Minnie Maus. Die habe ich sogar tatsächlich noch gar nicht. Dann gucken wir uns erstmal hier den Beipackzettel an. Und der ist noch in einer schönen alten Größe mit 18 Minifiguren wieder. Und hier hinten auf der Rückseite dann die Anleitung natürlich. So, und hier haben wir sie ja nochmal im Detail. Und wow, die Minifigur sieht echt tatsächlich noch ein bisschen cooler aus als die schwarz-weiß Mickey-Figur, die ich im letzten Video ausgepackt habe. Und hier hat sie so einen schönen rosa Rock an. So eine Schleife auf dem Kopf, wie man das halt aus den Comics kennt. Und ja, die Form vom Kopf ist eigentlich die gleiche wie bei Mickey, nur dass es hier ein bisschen anders noch bedruckt ist. Und man sieht auch hier die Arme schön doppelseitig bedruckt. Hier unten die Beine, sogar drei Farben an den Beinen. Finde ich super cool. Mal schauen, was im nächsten Pack so drin ist. Schneiden wir das mal auf. Zack, zack, zack. Und mal gucken, was da drin ist. Ich hoffe ja immer noch auf Maleficent. Ah, okay, es ist Hook. So, und hier sehen wir die Minifigur nochmal im Detail. Und oh Mann, ich weiß echt nicht. Ich kann an diesen Minifiguren echt nichts finden, was schlecht ist. Es ist grandios. Wir sehen hier so einen riesigen Hut oben drauf mit einer Feder. Und das ist ein Teil, wenn wir das mal hier abnehmen. Wir sehen hier sein hämisches Grinsen, seine Hakenhand hier und einen goldenen Säbel, der noch, einen goldenen Degen, der noch dabei ist. Und guck mal, hier noch diese schönen Rüschen da an seinem Arm sind noch dabei. Und die Füße sind auch wieder so dreifach bedruckt. Ehrlich gesagt, wenn man es so sieht, dann sieht es auch ein bisschen aus wie so ein Weihnachtsmann. So bis hier ungefähr. Aber trotzdem, man erkennt die Figur auf jeden Fall wieder. Und es ist halt so eine ikonische Figur. Und trotz, dass nur so wenig Bedruckung ist, ist es trotzdem detailliert und irgendwie schön. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben kann. Wir kommen direkt zur nächsten Figur. Zack, zack, zack. Und wer ist da drin? Aha, ein Alien. So, und hier haben wir ein Pizza Planet Alien aus dem Toy Story Film. Der hat hier drei Augen, das Pizza Planet Logo noch drauf. Und ja, das sind diese Aliens, die man da in diesem Automaten ziehen kann bei Toy Story in dem Film. Wir sehen hier auf der Rückseite, es geht das mit der Bedruckung weiter. Ja, die Figur ist relativ simpel gehalten. Wir sehen hier immer noch, dass die Füße auch noch rundum bedruckt sind. Und ja, so ähnliche Figuren gab es ja auch schon in den Toy Story Sets. Finde ich in Ordnung. Es ist jetzt überhaupt nicht so wirklich mein Favorit der Figuren, aber gut zu haben. Dann noch eine Figur. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. So, und machen wir die mal auf. Aha, was ist das denn? Es ist. Ah. Stitch sieht so aus. So, das ist Stitch von Lilo und Stitch. Das ist so eine Fernsehserie. Habe ich damals auch geguckt. Sehr cool, der hat, glaube ich, irgendwelche coolen Fähigkeiten oder so. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Er hat jetzt hier keinen Schwanz hinten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist bei der Figur. Aber auf jeden Fall ist dieser Kopf natürlich ein individuelles Teil, was es, glaube ich, auch nur bei der Figur so gibt. Guckt euch mal hier an, da sind die, ist das Ohr so eingeritzt. Das sieht schon sehr cool aus. Und zur nächsten Figur. Schauen wir mal, was da drin ist. Zack, 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 zack. Ah. So, und das ist Syndrome von den Unglaublichen. Und die Figur gefällt mir auch ziemlich cool. Also dieses Haarteil, ich weiß, ich wollte irgendwann mal
von It oder ich S, also S heißt das im Deutschen und It im Englischen. Diesen Clown wollte ich mal nachbauen und dafür wollte ich diese Haare unbedingt haben. Jetzt habe ich sie. Wusste ich gar nicht, dass ich sie habe, weil es liegt schon länger bei mir rum. Und die Figur hat hier auch, also erstmal hat sie natürlich einen Umhang. Sehr cool. Genauso wie hier dann an der Seite diese Fernbedienung, die er im Film hat, mit dabei. Und hier natürlich die Bedruckung mit dem S für Syndrom. Und gucken wir uns hier auch mal das Gesicht an. Das sieht auch ziemlich cool aus. Genauso wie der Print auf dieser Platte. Dann hat er da dieses komische Kugellaufviech. Omni. Oh. Ach so, Omnidroid heißt das wohl. 07. Ziemlich cool. Also, ich hätte sie jetzt eigentlich als eine langweilige Figur eingestuft. Aber so wie es aussieht, ist die doch ganz cool. So, und anschließend nochmal der kurze Blick auf die Figuren, die ich dann insgesamt bekommen habe. Einmal den Pizza Planet Alien, Minnie Maus Syndrome, Captain Hook und Stitch. So, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich finde vor allen Dingen Minnie Maus sehr herausstechend hier mit der Schleife auf dem Kopf. Ziemlich cool. Auch Syndrome und Captain Hook haben mich sehr überrascht. Ich bin gespannt, was beim nächsten Mal dann drin ist. Ich hoffe ja immer noch auf Maleficent. Wenn ihr jetzt keine Lego-News mehr verpassen wollt, holt euch den WhatsApp-Brickletter, da kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung auf euer Handy, wenn es irgendwas Neues in der Lego-Welt gibt. Und ansonsten ganz viel Spaß und ciao.